Es ist die letzte Gebetsstunde des Tages für die Männer der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Birmingham. Seit klar ist, der Attentäter von London kommt aus ihrer Stadt, stehen Gemeinschaften wie sie wieder mal im Fokus. It's been a long-standing worry of ours. Die Radikalisierung von jungen Leuten macht uns schon lange große Sorgen. Nicht nur in Birmingham, sondern natürlich in ganz Großbritannien. Mich beunruhigt vor allem, was manche Prediger den Leuten so erzählen. Preachers are preaching. Birmingham und seine große muslimische Bevölkerung, die vor allem im Osten der Stadt lebt, es ist schon lange eine schwierige Beziehung. Britische Zeitungen haben Birmingham eine Brutstätte der Islamisten getauft, nachdem eine Studie vorrechnete, dass in den letzten 20 Jahren rund 10% aller islamistischen Terroristen in Großbritannien hier ihr Zuhause hatten. Unter ihnen auch der Londoner Attentäter von vergangener Woche, der hier im ersten Stock wohnte. Nicola Benyahir lebt seit über 10 Jahren in der Stadt. Ihr eigener Sohn wurde 2015 vom sogenannten Islamischen Staat rekrutiert, im Alter von 19 Jahren. Er starb 6 Monate später in Syrien. Ich habe nichts mehr ausrichten können, obwohl ich eine enge Beziehung zu meinem Sohn hatte. Wenn solche Leute es schaffen, meinen Sohn direkt unter meiner Nase zu radikalisieren, dann warne ich andere Familien vor deren Fähigkeiten. Absolut, sie rekrutieren hier definitiv immer noch, ohne jeden Zweifel. Vor ein paar Wochen kam ein Familienmitglied auf mich zu mit den Sorgen, dass ein ihr nahestehender Mensch eventuell nach Syrien geht. Das passiert also definitiv immer noch. Dabei hat die zweitgrößte Stadt Großbritanniens eine lange Vorgeschichte mit extremistischen Netzwerken. 2014 rückte Birmingham letztmals in den Fokus. Islamisten versuchten damals, Lehrpläne an staatlichen Schulen zu beeinflussen. Doch die Radikalisierung an Schulen und Moscheen ist nicht das einzige Problem. Es ist definitiv auch das Internet. Die Rolle der sozialen Medien wie YouTube, Twitter oder Facebook sollte nicht unterschätzt werden. Dort hat man Zugriff auf ganz bestimmtes Material. Wenn man sich die Profile dieser Täter anschaut, die gehen oft in die Moschee und holen sich ihre Informationen online. Zurück in der Ahmadiyya-Moschee. Zum Abschluss werden die Jüngsten mit Medaillen ausgezeichnet. Am Morgen noch hatte die Gemeinde ein Fußballturnier veranstaltet. Wir müssen ganz viel Arbeit in die frühe Intervention stecken, damit die jungen Leute die Religion wirklich verstehen. Ironischerweise berufen sich darauf ja auch diejenigen, die rausgehen und diese Anschläge begehen. Jedes zweite Wochenende organisiert die Ahmadiyya-Gemeinde Veranstaltungen für junge Menschen. Das, so sagen sie hier, sei der beste Weg, die Gemeinde zu beschützen und Radikalisierung in ihrer Stadt zu bekämpfen.